Wenn man das erste Mal zu einer Vorlesung geht, ist es nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen darauf vorbereitet, damit man weiß, was einen erwartet. In diesem Video zeige ich dir, wie du das in 5 Schritten machen kannst. Schritt 1. Gibt es Aufgaben, die ich vor der ersten Einheit erledigt haben muss? Manche Professoren verlangen von einem, dass man, bevor die Vorlesung überhaupt beginnt, schon ein paar Dinge vorbereitet bzw. kleine Aufgaben erledigt. Das kann zum Beispiel der Upload von einem Lebenslauf sein oder ein kleines Bewerbungsschreiben. Oder man muss einfach ein paar Unterlagen ausdrucken und sie zu der ersten Einheit mitbringen. Darauf sollte man immer achten, weil diese kleinen Aufgaben teilweise schon Punkte bringen können oder du dadurch einfach gut vorbereitet bist. Schritt 2. Habe ich alle notwendigen Unterlagen? Für die meisten Vorlesungen brauchst du eigene Skripten, Bücher oder Aufgabenblätter. Es ist nicht immer notwendig, die direkt bei der ersten Einheit dabei zu haben, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, die vorzeitig schon zu organisieren, damit du von Beginn an gut mitarbeiten kannst und dich später dann auch nicht mit deinen Mitstudenten um die vorhandenen Exemplare streiten musst, egal ob das jetzt in der Bücherei oder im Büchershop ist. Insofern, die vorab zu organisieren, ist auf jeden Fall ein To-Do. Zwischenschritt, Daumen nach oben geben und kommentieren, dann weiß YouTube nämlich, dass es das Video weiterempfehlen kann. Weiter geht's. Schritt 3. Kann ich schon ein bisschen vorarbeiten bzw. habe ich Fragen zu dem Thema? Diesen Schritt kannst du eigentlich vor jeder Vorlesung durchführen, egal ob es die erste oder 10. Einheit ist. Wenn du nämlich schon vorlernst und dir die Themen der nächsten Woche anschaust, dann hast du den Vorteil, dass du schon weißt, worum es geht und kannst Fragen stellen, sollte dir ein Thema mal nicht so klar sein. Schritt 4. Was möchte ich aus dieser Vorlesung mitnehmen und was ist mein persönliches Ziel? Wenn du diese 2 Fragen gleich zu Beginn beantworten kannst, dann hast du die Möglichkeit, einerseits gezielt mitzuarbeiten, andererseits gewisse Themen intensiver zu lernen und vielleicht auch den Unterricht aktiv mitzugestalten. Dadurch wird der Unterricht ein bisschen spannender und du kannst mehr mitnehmen. Außerdem bist du tendenziell fokussierter und aufmerksamer, so dass du das Beste aus diesem Unterricht mitnehmen kannst. Schritt 5. Wer ist der Professor? Wenn du weißt, wer dich unterrichtet und was diese Person außerhalb des Unterrichts macht, dann hast du die Chance, die Lehrperson aktiv darauf anzusprechen, vielleicht Kontakt in die Arbeitswelt herzustellen und vielleicht sogar ein Praktikum in ihrem Unternehmen zu machen. Insofern informiere dich im Vorhinein über deine Professoren. Das waren meine 5 Tipps, wie du dich am besten auf deine Vorlesung vorbereitest. Wenn du noch weitere Fragen zu dem Thema hast, kannst du die sehr gerne in den Kommentaren stellen, dann werde ich da noch antworten. Ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle dafür bedanken, dass wir mittlerweile schon über 50 Personen auf diesem Kanal sind. Und das nächste große Ziel sind jetzt die 100. Insofern, falls dir das Video gefallen hat, lass bitte, bitte einen Daumen nach oben da und kommentier das Video. Dann weiß der YouTube-Algorithmus nämlich, dass das Video gut war und empfiehlt es weiteren Personen. Wir sehen uns am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, ciao!